hat. Sie wird berichten über ihre Arbeit. Das heißt, sie hat einen Verein gegründet, der sich um junge Musliminnen kümmert, die der Zwangsheirat entgehen wollen. Aber zugleich auch kümmert sie sich um verfolgte Christen in muslimischen Ländern. Frau James, herzlichen Dank, dass Sie heute bereit sind, uns Rede und Antwort zu stehen. Sie werden gleich einen Vortrag halten. Dieser Vortrag ist aber nicht bekannt gegeben worden, weil Sie im Augenblick unter Polizeischutz stehen und man nicht weiß, was passiert, wenn das bekannt wird. Ja. Warum stehen Sie unter Polizeischutz? Zunächst einmal, ich habe 2006 den Opferschutzprogramm bekommen in Deutschland. Und das war deswegen, weil ich von meiner eigenen Familie bedroht wurde, als ich vom Islam zum Christentum konvertiert bin. Und heute ist es einfach auch so, dass die vielen fundamentalistischen Muslime, die mit meinen Aussagen, die manchmal durchaus kritisch sind über den Islam und über den Propheten Mohammed, die Aussagen, die ich da getroffen habe, die finden diese als Blasphemie und schicken dann auch Drohungen und da bin ich sehr vorsichtig. Also es geht schon so weit, dass ich manchmal mein Nachbar fragen muss, ob ich überhaupt rausgehe zu joggen oder diese ganz alltäglichen Dinge. Also ich gehe selten raus, wenn ich alleine bin. Ich habe Sie gerade gefragt, wo Sie wohnen und darauf antworteten Sie mir, Sie wohnen irgendwo in Deutschland und den genauen Wohnort darf ich Ihnen nicht nennen. Ja. Ist das nicht eine furchtbare Belastung für Sie, dass Sie sozusagen wie ein Zigeuner durch die Lande fahren und letztlich nicht wissen, wo Sie zu Hause sind? Ich weiß eigentlich schon, wo ich zu Hause bin. Also mein Zuhause ist immer da, wo Gott mich hinführt. Und ich bin zwar ständig an neuen Orten, aber ich weiß, wofür ich lebe und ich habe eine Berufung und das ist der Preis, den diese Berufung erfordert. Und diesen Preis bin ich dann auch gerne bereit zu bezahlen, weil für mich gibt es einfach nichts Schlimmeres im Leben, als für nichts zu leben. Und deswegen, ich würde lieber diesen Preis bezahlen, ständig umzuziehen und in der Bedrohung zu leben, als ein Leben zu haben, das ohne Sinn ist. Sie sagten gerade, Sie hätten eine Berufung. Worin besteht diese Berufung? Meine Berufung besteht darin, die Liebe Gottes weiterzugeben, in dem Sinne, dass man den Menschen, die in diesem Land, in Deutschland, die hierher kommen, die hier große Probleme haben, und ich spreche da über junge muslimische Frauen in Deutschland, die Opfer von Zwangsheirat werden, die sehr oft Gewalt in der Familie erleben. Eine Studie vom Bundesfamilienministerium hat ergeben, dass, ich glaube 2008 waren es über 3000 Zwangsheiraten in Deutschland. Und ich weiß, was das bedeutet, weil ich bin selber durch einen Zwangsheirat gegangen. Und in was für einem Zerriss man steht, sehr viele Frauen begehen Selbstmord und ich möchte, dass diesen Frauen geholfen wird und dass ich möchte einfach für sie ein Ort der Hoffnung sein, wo sie sagen, da ist ein Ausweg und ich muss mein Leben und nicht beenden, sondern nur mein Schweigen. Sie sagten gerade, Sie seien selbst durch eine solche Zwangsheirat gegangen. Vielleicht sollten wir da mal anknüpfen. Sie sind mit 10 Jahren hier nach Deutschland gekommen aus Pakistan. Ihr Vater war hier beschäftigt als Kranfahrer in Österreich, in Linz, und hat dann seine Familie nachgeholt. Damals waren Sie, wie gesagt, 10 Jahre alt. Wie haben Sie Ihre Jugendzeit rückblickend erlebt? Meine Jugendzeit in Österreich, ich bin ja in Österreich aufgewachsen. Ich bin mit 10 Jahren nach Österreich gekommen und die ersten Jahre, das war für mich sehr, sehr schön. Also ich habe Österreich sehr geliebt. Wir sind sehr herzlich aufgenommen worden. Wir haben keinen Ausländerhass erlebt in diesem kleinen Dorf, obwohl wir die einzige Großfamilie da waren, die Ausländer waren. Aber die haben uns sehr herzlich aufgenommen und das hat uns auch geholfen, dass wir uns schnell integriert haben. Und was ich mir natürlich schon dann gefragt habe, ist, ich hatte eine Nachbarin und die hatte Kinder, obwohl sie nicht verheiratet war. Und dann gingen mir schon so Fragen durch den Kopf, warum lebt diese Frau noch? Weil sie hatte in meinen Augen eine große Sünde begangen, Ehebruch. Und wie kann so eine Frau auch nochmal von der Familie aufgenommen werden? Also das waren schon diese kulturellen Konflikte. Aber
Ansonsten die Herzlichkeit der Österreicher in diesem kleinen Dorf hat mir sehr gut getan. Sie waren damals als junges Mädchen eine fromme Muslimin und wollten ja wirklich Allah näher kommen. Mhm. Ist Ihnen das damals gelungen? Das Problem war immer, dass Allah unnahbar war. Allah war angsteinflößend und meine Beziehung zu Allah war geprägt von Angst. Ich hatte Angst, wenn ich in einem Land lebe, wo lauter Kafir, also Ungläubige, um mich sind, dass ich mich zu sehr an ihn anpasse und war in diesem Zerriss auf der anderen Seite, weil du musst dich ja anpassen. Und in diesem Zerriss befinden sich ganz viele Migranten, wenn sie herkommen. Die kommen ja meistens her wegen wirtschaftlichen Gründen und nicht, weil sie gerade das Land sich ausgewählt haben und hier leben möchten wie die Menschen, die da sind, sondern es sind wirtschaftliche Gründe. Aber es ist sehr schwierig, dann sich, wenn man in so einem Land lebt, dann sich nicht anzupassen, weil man sonst gemobbt wird. Und das habe ich auch in der Schule dann gesehen. Meine österreichischen Klassenkameraden haben mich dann auch gemobbt, wenn ich im Hochsommer mit langärmeligen Pullis durch die Gegend gelaufen bin. Aber ich durfte eben nicht anders. Und so haben wir dann uns darüber gestritten, also ich und meine Eltern über Schwimmunterricht, ich ging ja in ein Gymnasium, spezialisiert war auf Musik und Schauspiel, und dann war Schauspiel nur für Prostituierte in den Augen meines Vaters. Also ich musste für jede Freiheit, die die Jugendlichen in Österreich hatten, kämpfen. Und das waren schon Kleinigkeiten. Ins Konzert gehen war schon ein Kampf. Und leider war aber auch Gewalt ein Druckmittel, den meine Mutter verwendet hat. Für sie war das auch eine normale Erziehungsmethode. Und wenn ich über Gewalt spreche, dann spreche ich nicht über drei Ohrfeigen, sondern sie hat mich mit den Haaren durch die Wohnung gezogen. Ich habe mich oft im Klo eingesperrt, weil ich Angst hatte vor ihren Schlägen, und bin dann in eine Notschlafstelle für Jugendliche geflüchtet. Und dort habe ich dann auch erzählt, dass ich Angst habe, weil ich weiß gerade schon so um die 17 Jahre alt, dass ich verheiratet werde in Pakistan, wenn wir in den Sommerferien dahin fliegen. Und die Sozialarbeiter konnten sich das nicht vorstellen, weil ich war eine selbstbewusste Teenagerin, ja. Sie haben gedacht, na ja, Zwangsheirat in Österreich, das konnten sie sich nicht wirklich vorstellen. Mhm. Und sie haben mich zurückgeschickt nach Hause. Mhm. Und dann ist dieser Urlaub gewesen in Pakistan und ich musste dann in Pakistan meinen Cousin heiraten. Mhm. Und weil ich abgelehnt hatte, haben meine Eltern mich dann zurückgelassen in Pakistan und haben gesagt, solange ich meinen Cousin nicht heirate, komme ich nie wieder zurück. Und sie haben mich zurückgelassen ohne Dokumente und Papiere, sodass ich nicht mal das Land verlassen konnte. Und bei wem haben Sie damals gewohnt, bei Ihrer Tante? Bei meiner Tante, die meine Schwiegermutter werden sollte, und bei dem Cousin, der mein Ehemann werden sollte. Ein Cousin ersten Grades. Und dann haben sie mich in die Koranschule geschickt, eine Madrasa, wo ich lernen sollte, eine gläubige Muslimin zu werden und den Koran zu lernen. Und das war eine der größten sunnitischen Koranschulen in Lahore. Mhm. Und als ich dort ankam, war das wie ein großes Gefängnis. Das waren also die meisten Zimmer von den Klassenräumen hatten keine Fenster nach außen. Da war ein großes Eisentor, das bewacht war, und da haben die immer geschaut, wie die Mädchen angezogen sind, wenn sie rausgehen, weil wir durften nur mit verschleiert rausgehen, dass man nur die Augen sieht. Und dann war unser Lehrer immer hinter einem Vorhang, weil Mann und Frau dürfen sich nicht in die Augen sehen. Wir durften nicht rausgehen, wir durften keine Musik hören, keine Zeitungen lesen. Alles, was uns quasi mit dem Westen infizieren könnte, war verboten. Und dann fingen wir an, den Koran zu lernen auf Übersetzung. Und bis dahin hatte ich noch gedacht, dass Allah vielleicht das gar nicht gut findet, was meine Eltern machen, dass sie den Islam missbrauchen, dass sie ihn falsch leben. Mhm. Aber ich habe in der Koranschule gelernt, dass das, was meine Eltern machen, genau richtig ist. Und ich habe dort mit den jungen Frauen gesprochen, weil ich habe sehr oft geweint, weil ich Sehnsucht hatte, wieder nach Österreich zu kommen und meine Familie zu sehen. Und diese Frauen, da war eine junge Frau, und dann hat sie gesagt, warum weinst du? Ich habe gesagt, ja, ich muss meinen Cousin heiraten. Dann sagt sie, na ja, er ist ein Stadtjunge,
Du hast ihn vor der Hochzeit gesehen und er ist nicht doppelt so alt wie du. Was ist dein Problem? Die konnte mein Problem gar nicht verstehen. Und sie hat mir dann erzählt, sie ist als Jugendliche damals von ihrer Mutter nach Hause eingeladen worden. Sie sind dann in Anarkali gewesen, das ist ein großer Bazar in Lahore. Und dann hat sie einen Mann geheiratet, den sie noch nie zuvor gesehen hat. Und dann habe ich sie gefragt, hast du diesen Mann geliebt? Liebst du diesen Mann? Dann hat sie gesagt, es geht nicht um Liebe, es geht um Unterwerfung. Islam heißt ja eigentlich auch Unterwerfung. Ja, und das ist eben dieser Trugschluss zu glauben, dass das nichts mit der Religion zu tun hat, das ist einfach falsch. Mhm. Es ist eine Tugend in Pakistan, dass ohne der Einwilligung des Vaters darf eine Frau nicht heiraten. Natürlich, und das sage ich jetzt nicht, dass es bei allen Muslimen in Deutschland so ist, dass die alle zwangsverheiratet werden. Das ist nicht wahr. Mhm. Aber die meisten leben nicht nach dem Koran. Die meisten verstehen den Koran gar nicht. Die meisten haben den Koran auf Arabisch gelesen. Mhm. Sie haben aber nie die Übersetzung dazu gelesen. Und das ist für mich dann immer entscheidend. Sie lernen den Koran auf Arabisch, verstehen es aber nicht, so wie ich es gelernt hatte. Ich kann heute noch suchen aus dem Koran, verstehe aber nicht, was ich da sage, weil wir es immer oft auswendig auch lernen. Mhm. Und und dann in dieser Koranschule ich war in zwei Koranschulen, also auch in die 3 Monate ungefähr in der Koranschule bei den Wahhabiten, das sind die ist schon die salafistischen Richtungen dann, und die Wahhabiten sind also wirklich die back to the roots, die keine Modernisierung, nichts zulassen im Islam. Und irgendwann habe ich gewusst, der einzige Weg zurück nach Österreich ist, wenn ich die Heirat einwillige. Mhm. Und ich wusste, dass meine Eltern ein Visum für meinen Cousin möchten nach Österreich, und das wäre nur möglich, wenn ich Staatsbürgerin werde, und dann musste ich dafür nach Österreich zurück. Und dann habe ich das einfach vorgetäuscht. Ich habe gesagt, ich heirate meinen Cousin. Und so kam mein Vater nach ungefähr einem halben Jahr, hat meinen Cousin und mich verlobt. Und wir sind dann zurück nach Österreich. Ich und mein Vater. Haben Sie mit Ihrem Cousin dann zusammengelebt, als Mann und Frau? Nein, es war ja nur die Verlobung. Ja. Aber mein Cousin hat mich in der Zeit, wo ich bei meiner Tante zu Hause war, sexuell missbraucht. Mhm. Das war für mich sehr schlimm, weil ich habe sehr oft an Selbstmord gedacht in Pakistan. Aber ich weiß nicht, heute glaube ich einfach, dass Gott mich durch diese Sachen durchgehen lassen hat, um genau das zu tun, was ich heute tue. Manchmal verstehen wir die Dinge im Leben nicht, warum das Böse, warum das Leid sozusagen zugelassen wird. Ja. Aber manchmal gibt uns Gott eine Zitrone, um daraus Limonade zu machen, heißt ja. Und das ist genau so. Es ist viele, viele muslimische Frauen zum Beispiel können das nicht nachvollziehen, was ich heute lebe. Aber sie sind durch das gar nicht gegangen. Deswegen können sie das Leid nicht nachvollziehen. Verstehe. Sie fühlen sich gestört durch Frauen wie mich, weil sie lieber ihre Ideologie schützen, als die Menschen, die darunter leiden. Und da sehe ich dann wieder, was für ein Privileg es ist, auch manchmal durchs Leid zu gehen, dass es alles einen Sinn hat im Leben. Und ich glaube einfach auch an diesen Plan, den Gott für einen Menschen hat. Auch wenn er durch diese ganzen Dinge geht, er hat einen Plan und er weiß es auszuführen. Und zur richtigen Zeit schickt er auch das Richtige, damit wir die Hoffnung nicht ganz verlieren. Und das war in Pakistan schon so, dass ich zwar sehr krank war auch, ich hatte Bulimie, also ich habe regelrecht mein Leben ausgekotzt. Das wurde nach dem Missbrauch von meinem Cousin sehr schlimm. Und dann sagten sie, ich wäre von einem Fluch besessen, von Allah. Allah hätte mich gestraft. Und dann kam mein Vater, ich war wieder in Österreich. Und ich bin dann, wollte ich weiter ins Gymnasium gehen. Ich war froh, wieder meine Geschwister zu sehen, und schon langsam habe ich aber die Freunde wieder gesehen, die alten Freunde, der alte westliche Lebensstil hat mich wieder gehabt. Mein H&M und McDonald's Leben hat sozusagen wieder angefangen, und dann war ich in diesem Gymnasium, und es war da ein Mitschüler, der mich sehr faszinierte, weil er immer in der Bibel las.
Und ich als Moslem, die gläubig war, mich hat das sehr beeindruckt. Weil für mich gab es nichts Schlimmeres als die Christen, die nichts über ihre Religion wissen. Und mein Papa hat ja immer diesen Satz gesagt, schau dir die Christen an, die Bordelle sind voll und die Kirchen sind leer. Mhm. Und ich musste ihm immer recht geben, es war wahr. Ich hatte keine Gottesfürchtigkeit gesehen in diesem kleinen Dorf vielleicht, in Saaleinsbach war das noch ein bisschen. Also meine Lehrerin, die Frau Kobler, die war auch sehr gläubig und das hat mich auch fasziniert, ja. Mhm. Aber dann war dieser Mensch und ich hab ihn einfach angesprochen. Ich habe gesagt, was, ja, ich kannte ihn von früher, da war er nicht so. Dann habe ich gesagt, was ist mit dir passiert? Und dann sagt er, ich habe Jesus kennengelernt. Und dann denkt man ja so im ersten Moment schon so, naja, da stimmt irgendwas nicht, der ist vielleicht auf Drogen oder keine Ahnung, also wie kann man Jesus kennenlernen? Das war ein Prophet, wie viele anderen. Aber zu Weihnachten schenkte er mir dann eine Bibel. Und das war, nachdem wir eine Konversation gehabt haben. Ich hatte zu Christian gesagt, so hieß er, Christian, meine Eltern zwingen mich, die Heiratsurkunde zu unterschreiben. Ich soll meinen Cousin nach Österreich holen. Und ich war so angeschlagen. Ich war psychisch vollkommen am Boden. Und ich wusste nicht, was für ein Ausweg ich da jetzt... Ich hatte gebetet. Ich hatte 5-mal am Tag gebetet. Ich habe Allah um Hilfe angerufen. Aber irgendwie passierte gar nichts. Und dann sagte der Christian, vielleicht betest du zum falschen Gott. Und das war ein Satz, den ich noch nie zuvor von irgendeinem Christen zuvor gehört habe. Aber zu Weihnachten schenkte er mir dann eine Bibel und dieser Satz hat mich nicht losgelassen. Weil ich hatte doch tatsächlich alles für Gott gemacht. Das Einzige, was mir noch fehlte, war die Pilgerfahrt nach Mekka. Und er schenkte mir die Bibel, ich bin mit dieser Bibel nach Hause gegangen. Und eines Nachts saß ich auf meinem Bett und ich war voller Trauer, ich habe geweint und ich habe Gott gesagt, wer bist du jetzt? Buddha, Allah, Krishna, Jesus, wer bist du? Und schlug die Bibel einfach irgendwo auf, was wusste ich, wo man anfangen soll. Und dann stieß ich auf einen Vers, fett gedruckt, wenn ihr mich aus ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Und mir kam das so vor, als hätte ich mein ganzes Leben lang Gott angerufen und das erste Mal die richtige Nummer gewählt. Da hat jemand abgehoben am anderen Ende. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das mit dem Koran nicht passiert? Ich habe täglich im Koran gelesen, aber warum hat Allah nicht geantwortet? Und ich habe angefangen, das Neue Testament zu lesen. Und ich bin fasziniert gewesen von dieser Person, von Jesus. Er hat mein Weltbild völlig umgekehrt, weil ich hatte gelernt, den Feind zu hassen, die Feinde des Islams zu hassen, sie zu verfluchen. Und da war ein Mann, der sagte, liebe dein Feind. Also einer von beiden hat Unrecht, entweder Jesus oder Mohammed. Und es kann nicht der gleiche Prophet Isa im Koran sein. Und ich bin dann auf diese Stelle, auch das ist auch eine Stelle, die mich sehr fasziniert, von dieser Ehebrecherin. Wie hätte Jesus, wie hätte Mohammed reagiert? Und es gibt eine Stelle, da kommt eine Frau zu Mohammed wegen Ehebruch. Und Mohammed gibt diese Frau zur Steinigung frei. Und die gleiche Geschichte gibt es in der Bibel bei Jesus. Eine Frau kommt zu ihm und er spricht sie frei. Und das ist es, dieses Frei, diese Freiheit. Und ich habe einfach in diesem Glauben diese Freiheit gesehen. Gott ist ein Gott der Liebe und ein Gott der Freiheit. Und das war meine Sehnsucht, Freiheit. Freiheit, ich darf selber entscheiden, wenn ich heirate. Ich darf selber entscheiden, die Entscheidung selber den Glauben zu wählen, den Weg zu gehen, den ich möchte. Und dass Gott diese Freiheit lässt. Selbst wenn du Ehebruch begangen hast, gibt es Gnade. Und auch das natürlich, was bei mir sehr gestört war, war das Vaterbild. Unser Vater hat uns sehr früh verlassen, weil er kam nach Österreich, um
da Geld zu verdienen. Er ist ja aus guten Motiven weggegangen. Er hat ja nicht absichtlich gesagt, ich lasse euch zurück. Aber ich habe ihn sehr vermisst immer. Er war in meiner Kindheit nicht da. Er kam immer wieder nach 2 Jahren, hat uns immer für ein paar Wochen besucht und dann ist er immer wieder gegangen. Und dann hatte ich ihn endlich wieder. Aber ich kam meinem Vater nie so ganz nahe. Also diese ganzen Worte wie ich liebe dich oder so, diese Dinge, die sind wir nicht gewöhnt, als vor allem als Mädchen, auch die Nähe. Das Einzige, was ich immer gemacht habe, ich habe meinem Vater die Füße massiert. Und das ist bis heute für mich zum Beispiel ein Zeichen, Maria aus Bethanien, wo sie Jesus die Füße salbt. Und dieses Vaterbild, das sehe ich auch total oft so. Und das hat mich auch fasziniert. Gott ist Vater und nicht unnahbar und angsteinflößend. Und das hat mir die Kraft gegeben, Nein zu sagen zu den Dingen, die mir passiert sind. Und eines Tages kam ich nach Hause und meine Mutter stellte mich vor die Entscheidung, entweder du heiratest oder du verschwindest für immer. Ich habe durch meinen Glauben, den ich neu hatte, das war ein Prozess, nicht von heute auf morgen, die Kraft gehabt, Nein zu sagen. Meine Mutter hat auf mich gespuckt und meine Sachen rausgeworfen aus der Wohnung. Wir haben im 7. Stock gelebt. Ich habe gezittert, ich habe Angst gehabt, ich wusste gar nicht, wo ich hingehen soll. Ich bin mit 2 Aldi-Taschen durch die Straßen gegangen, bin dann wieder an die Notschlafstelle für Jugendliche gekommen. Und von da aus ging es dann so weiter, dass meine Eltern erfuhren, dass ich konvertiert bin. Dann hat mein Vater eine Frist von 2 Wochen gegeben und hat gesagt, innerhalb von diesen 2 Wochen muss ich wieder das islamische Gebet aussprechen, muss ich wieder Muslimin werden oder ich bin tot. Und er hatte noch einen islamischen Geistlichen, oder den kannte ich schon seit meiner Kindheit. Der hat auch in Salinsbach gelebt, dieser Mann. Der hat mit dabei gehabt und er hat dann seine Hände gefaltet und hat dann gesagt, und bitte lass mich dann nicht tun, was ich dann zu tun habe. Also er hat mir zu verstehen gegeben, ich werde es ausführen. Das war im Grunde eine Todesdrohung. Ja. Ich bin daraufhin zur Polizei gegangen und die Polizei, der Mann, der dort saß, hat mir zu verstehen gegeben, na Fräulein, ich habe ja gesagt, ich bin vom Islam zum Christentum konvertiert und mein Vater hat mich bedroht, ich habe Angst um mein Leben. Und dann hat er gesagt, na Fräulein, dann wären Sie halt wieder Moslem. Ist ja wurscht, ob Sie jetzt an den Jesus oder an den Allah glauben. Und dann habe ich die ganze Geschichte erzählt mit einem tunesischen Freund von mir, der noch dazu kam. Und dann ist er von einem Extrem zum anderen gegangen und hat gesagt, was Ihre Eltern getan haben, schwere Nötigung, Körperverletzung, Freiheitsentziehung, ich muss Ihren Vater verhaften. Aber das wollte ich nicht. Ich habe dann mit Selbstmord gedroht, wenn sie ihn verhaften. Dann haben sie einen Arzt gerufen, um zu checken, ob ich selbstmordgefährdet bin. Und dann haben sie mich gehen lassen. Und dann hat mein Vater die Heiratsurkunde, die ich unterschreiben sollte, selber unterschrieben. Und er hat meinen Cousin durch diese Heiratsurkunde nach Österreich geholt. Und so war ich verheiratet, ohne es zu wissen. Durfte ihr das rechtlich tun? Es gibt die sogenannte Handschuhehe im Islam, wonach die Frau bei der Hochzeit nicht mal anwesend sein muss und ein männlicher Verwandter in ihrem Auftrag quasi heiraten darf. Mein Vater darf in Stelle von mir heiraten. Und das hat er getan. Die österreichische Botschaft in Pakistan hat das beglaubigt, ohne mich zu fragen. Und dann war ich auf einmal verheiratet. Dann kam er nach Österreich durch diese Heirat, Familienzufuhr. Und dann fing er auch an, mich zu bedrohen. Eines Tages rief er mich an, sein Vater starb in Pakistan, er hatte einen Herzinfarkt und er meinte, ich wäre schuld an diesem Herzinfarkt. Und hat mich beschimpft und gesagt, du wirst diesen Tag heute nicht mehr erleben. Hat einfach aufgelegt. Ich bin aus meiner Wohnung rausgerannt, bin dann mit einer Freundin von mir geflohen, bin nach Wien gekommen und 2003 ist mein Buch veröffentlicht worden. Als dann Ihr Buch veröffentlicht wurde, haben Sie natürlich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was da in der Familie passiert ist.
Und das ist Ihren Eltern natürlich auch zu Ohren gekommen, oder Sie haben wahrscheinlich auch dieses Buch gelesen und ist dann zu einer Verleumdungsklage gekommen. Ja. Wie ist dieser Prozess ausgegangen? Also meine Eltern hatten mich verklagt und gesagt, dass das Buch eine Lüge wäre und dass ich die Unwahrheit erzählen würde. Dann ist 2005 das Gerichtsurteil gefallen, Landesgericht in St. Pölten, dass das Buch den Tatsachen entspricht. Dann haben meine Eltern wieder Berufung eingelegt. Und das Ganze hat 2010 geendet mit einem Vergleich. Genau. Und das heißt also, es stand Aussage gegen Aussage und damit ist praktisch der Prozess zu den Akten gelegt worden. 2005 wurde ja gesagt, dass das Buch den Tatsachen entspricht, also dass das Buch der Wahrheit entspricht. Mhm. Dann haben sie, ich habe quasi den Prozess in allen Punkten gewonnen. Es gab eine Sache, wo es darum ging, dass meine Mutter mich schlägt mit einem Schuh und ich hatte keinen Zeugen dafür. Und das war der einzige Punkt, wo quasi, glaube ich, woran dann das Gericht gesagt hatte, man kann Berufung stattgeben. Mhm. Ja. Aber die anderen Sachen, dafür gab es Zeugen. Mein Vater hat, ich glaube sogar, dass er selbst im Gericht gesagt hat, dass er die Heiratsurkunde unterschrieben hat. Mhm. Und das war für die Richterin ziemlich klar, dass ich dann nicht aus freiem Willen geheiratet habe, wenn er für mich unterschreibt. Mhm. Also das war das Ding. Aber normalerweise ist in diesen Fällen sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig zu beweisen. Es ist schön, wenn man Gesetze hat. Wir haben in Deutschland jetzt ein Gesetz gegen Zwangsheirat. Aber wichtig finde ich, viel wichtiger als, dass es ein Gesetz gibt, ist es ja, wie beweise ich Zwangsheirat? Wie beweise ich, dass ich gegen meinen Willen verheiratet bin? Heute aus meiner Praxis kann ich sagen, junge Frauen sitzen vor dem Gericht, sehen ihre Väter nach 1-2 Jahren wieder, haben große Sehnsucht, sind psychisch völlig hin und her gerissen, wollen nicht, dass der Vater ins Gefängnis kommt, lassen Dinge aus sogar in den Zeugnissen, damit er nicht im Gefängnis ist. Es ist ein emotionaler Kampf. Und viele Frauen, die bei meiner Lesung werde ich genau auf diesen Punkt heute eingehen, denn die Lesung, die ich heute halte, wie schwierig es ist für junge Frauen, auszusagen gegen ihre Väter. Und selbst wenn sie aussagen gegen ihre Väter, haben sie schon sehr, sehr oft verloren. Mhm. Und verlieren den Mut, überhaupt weiterzukämpfen. Natürlich. Und dieses Dilemma, das Sie nun selbst auch kennengelernt haben, weil Sie existenziell betroffen waren, wollen Sie gerne beseitigen in der Weise, dass Sie sich zum Anwalt dieser muslimischen Mädchen machen, die zu einer Zwangsheirat gezwungen werden. Sie haben dann einen Verein gegründet, Sabatina e.V., ja. Und sind dann kurz darauf wieder zurückgekehrt nach Pakistan, mit einem bewaffneten Leibwächter. Was haben Sie dort in dieser Zeit erlebt? Und in welchem Jahr ist das gewesen? Das war 2008. Ich habe eine große Sehnsucht nach meiner Heimat gehabt. Und ich hatte gefühlt, dass Gott mich in dieses Land ruft. Gleichzeitig hat aber mein Opfer Schutz damals gesagt, ob ich noch ganz bei Sinnen bin, weil für Menschen wie mich ist Todesstrafe in Pakistan. Aber ich hatte einen Satz gelesen in der Bibel, der mich sehr ermutigt hat, und das war, sei mutig und stark. Ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Und das ist das, wenn ich eine Bestätigung aus Gottes Wort habe, ist für mich nicht entscheidend, was alle Menschen rund um mich herum sagen, dann gehe ich einfach. Und ich habe heute gesehen, dass es der richtige Schritt war. Und die Menschen um mich herum können es nicht verstehen, weil ich war in einem der gefährlichsten Gebiete in Pakistan. Dort, wo sich selbst Pakistaner oft nicht trauen hinzugehen. Dort, wo Autos, also wo 20 Autos gesammelt werden müssen auf der Straße, damit sie nur in Gruppen fahren, weil es so gefährlich ist, weil da irgendwelche Islamisten oder auch Räuberbanden manchmal die Leute überfallen. Und wenn sie in Gruppen fahren, dann sind sie sicherer. Aber genau da hat mich Gott hingerufen. Und da bin ich hingegangen. Und ich habe mit einer Menschenrechtsorganisation vor Ort zusammengearbeitet. Und die haben einen Termin arrangiert für mich mit gepeinigten Frauen, Vergewaltigungsopfer und vor allem sehr viele
Frauen aus der christlichen und hinduistischen Minderheit in Pakistan. Sie werden behandelt wie das Vieh. Sie wurden gehalten als Sklaven. Eine Frau hat mir erzählt, sie wird im gleichen Zelt vergewaltigt wie ihre Tochter. Beide im gleichen Zelt von den Männern, die sie gefangen halten, weil sie für die Großgrundbesitzer, unter denen sie quasi diese Sklaven, das ist schon wie Sklaverei, wenn sie hier die Arbeit verweigern, dann ketten sie die Kinder an Bäumen an und lassen sie verdursten vor den Augen der Mütter. Also das sind Zustände, die man hier im grausamsten Film nicht kennt. Mhm. Und eine Frau wurde auf dem Weg zu mir erschossen. Das hat mir dann mein Leibwächter mitgeteilt und hat gesagt, es ist zu schwierig, wir dürfen da nicht mehr hingehen. Die wissen jetzt, eine westliche NGO ist da, die Peiniger, und die werden den Ort ausfindig machen. Mhm. Und ich habe gesagt, da hat er recht, ich gehe da nicht hin, ich habe Angst. Aber dieser Mann von der Menschenrechtsorganisation sagte, denk an Königin Esther. Sie hatte einen Auftrag, ihrem Volk zu helfen. Und sie hat nicht darauf geschaut, ob ihr Leben in Sicherheit ist. Und dann habe ich diesen Satz genommen für mich, für diesen Tag, komme ich um, so komme ich um. Und dann bin ich gegangen. Und ich bin nicht umgekommen, auch wenn die wussten, da ist jetzt jemand da. Ich habe den Frauen zugehört und bis heute, wenn ich mit meinem Team spreche, sagen sie, dass die Frauen nach mir fragen. Es sind Schulen gegründet worden in diesem Gebiet. Ich habe kleine Kinder, die als Sklaven gearbeitet haben, besucht in den Steinbrüchen. Das sind super gefährliche Gebiete. Aber sie haben das erste Mal im Leben gesehen, dass jemand von ganz, ganz weit her sich für ihr Leben, die sie gar nichts gelten, interessiert. Und das war eigentlich die schönste Geste für sie. Nicht, dass jemand kommt und sagt nur, wir bauen Schulen und so weiter, sondern ich bin etwas wert. Da kommt jemand aus Deutschland mich besuchen und mich zu fragen, wie es mir geht. Und ich glaube, das ist der Auftrag von uns Christen, dass wir nicht vor Angst zurückscheuen, sondern dass wir gerade, dass Gottes Schutz bedeutet, dass er uns in den gefährlichen Situationen bewahrt. Und nicht, dass wir nie gefährliche Situationen erleben. Das ist nicht der Schutz Gottes. Und wir haben da Hoffnung geschafft. Wir haben ein Team in Pakistan, eine Schule, die wir fördern. Da gehen alle möglichen religiösen Minderheiten. Wir haben Hindus dort, wir haben Christen dort, wir haben Muslime dort. Und da sehen wir einfach, dass eine gute Frucht entsteht. Und das ist das, was ich glaube, das wichtig ist. Manchmal ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wenn wir alle das leben, was Gott uns wirklich zuflüstert, dann würde unsere Welt ganz anders ausschauen. Sie machen sich also hier zum Sprachrohr der Rechtlosen in Pakistan und in anderen muslimischen Ländern. Ich habe gestern noch mal im Internet gesurft und habe dann diese Pressemitteilung bekommen, Pakistan, die Liste der vergewaltigten Frauen und der christlichen Minderjährigen wächst und wächst, und auch die Kinder sind im Grunde überhaupt nichts wert, sofern sie nicht Muslime sind, sondern Christen sind. Genau. In Pakistan gibt es ja das Blasphemiegesetz. Absatz 295 ABC im pakistanischen Strafgesetzbuch, wonach jegliche Kritik am Islam mit Gefängnis oder Todesstrafe bestraft wird. Und jetzt vor einigen Tagen ist es passiert, dass ein 11-jähriges Mädchen namens Rimsha ist geistig behindert, und sie hat auf irgendeinem Müllhaufen Seiten aus dem Koran gefunden. Und sie wusste nicht, ein 11-jähriges Kind, wahrscheinlich kann sie nicht mal lesen und schreiben, weil viele ungebildet sind, und sie ist geistig behindert. Dann hat sie versucht, Feuer zu machen. Wir haben ja in Pakistan so diese Chulas, so diese Ofen, wo man dann Tee dann macht drauf. Sie hat versucht, Feuer zu machen. Das haben dann dort, ich glaube, die Nachbarn waren es, die es gesehen haben, haben das Mädchen wegen Blasphemie angeklagt, und sie musste im Hochsicherheitsgefängnis gebracht werden, weil das Mädchen, es wurde versucht, das Mädchen zu verbrennen. Ein ganzer Mob hat versucht, das Mädchen zu verbrennen. Dieses Mädchen ist geistig behindert, aber diese Leute haben von nichts eine Scheu. Und wie viele Menschen hier in Deutschland wissen, dass so etwas stattfindet?
Und ich frage mich, wo bleiben unsere kirchlichen Vertreter? Wo bleiben sie, die lauwarmen Christen, die sie auf die Straße gehen wegen sowas? Wir haben in gerade einen konkreten Fall, Yousef Nadarkhani, es ist ja nicht nur in Pakistan so, Iran, Saudi-Arabien, Katar, jetzt mit den arabischen Frühling, die ganzen arabischen Staaten, die Christen werden verfolgt, abgeschlachtet, geköpft und die Presse erzählt es uns nicht. Und wir Christen, wenn wir es erfahren, machen uns nicht die Mühe, darüber auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir wollen das nicht. Religionsfreiheit und Dialog heißt nicht nur, dass Muslime in Deutschland Moscheen bauen dürfen. Das heißt genauso, dass alle anderen Religionen das Recht haben, auch in ihren Ländern ihre Religion auszuleben. Warum ist das so einseitig und warum ist das islamophob, das zu sagen? Das ist nicht islamophob, das ist gerecht. Mhm. Entschuldigung. Nein, ich verstehe das gut. Sie sprechen von dieser Islamophobie. Ja, ein Märchen. Was verstehen Sie darunter? Meine Freundin Ayan Hirji Ali hat das mal richtig gesagt. Islamophobie ist ein PR-Gag der Islamisten, um den Westen Gewissensbisse einzureden. Das ist nur ein PR-Gag. In Deutschland, in Köln, wird einer der größten Moscheen Europas gebaut. Islamunterricht wird in deutschen Schulen eingeführt. Während in Pakistan und in Somalia und in Nigeria die Kirchen brennen. Mhm. Genau. Mhm. Aber, und das ist immer dieses Motto. Zuerst töten wir euch und stellen uns als Opfer dar. Wir töten euch und ihr seid schuld. Das war schon beim 11. September so. Mhm. Wir bringen euch um, aber ihr seid schuld. Das ist also wirklich eine Tragik. Ich habe nochmal im Internet gesurft gestern und dann fand ich eine andere Notiz. Der Erzbischof von Bagdad hat gesagt, dass die irakischen Christen mehr und mehr verfolgt werden und das, und das schreiben sie auch in ihrem Buch, nur die Wahrheit macht uns frei, dass 2003, also als Saddam Hussein noch an der Regierung war, es 1 Million Christen in Irak gab und heute sind es 300.000. Und dieser Erzbischof sagte dann vor wenigen Tagen, wir stehen vor dieser Wahl, entweder werdet ihr Moslems oder ihr könnt verschwinden. Mhm. Und eine andere Möglichkeit gibt es nicht für uns. Das ist die Tragik. Und Sie haben mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, dass die Scharia letztlich auch in diesen Staaten mehr und mehr zum Zuge kommen wird und dass der Gottesstaat eigentlich auch angestrebt wird. Und das gilt wahrscheinlich auch für alle arabischen Staaten, wo jetzt in Anführungsstrichen der Frühling ausgebrochen ist. Ja. Ich habe das gerade erlebt, wissen Sie, ich habe eine Folge gemacht für YouTube über Islamophobie und da hat einer der Muslime, ein Muslim, der in Deutschland lebt, einen Kommentar dazu geschrieben und hat gesagt, wir werden sehen, wenn wir an der Macht sind und Deutschland ein islamisches Land ist, wie Menschen wie Sabatina von hier flüchten werden. Das schreibt er ganz offen dahin. Er hat gesagt, Syrien ist der Anfang und wir gehen weiter. Und Deutschland kann sich auch schon darauf freuen. Das schreiben die ganz offen, dass sie das so sehen. Ich weiß nicht, was Deutschland noch braucht, um aufzuwachen. Mhm. Da kommen Salafisten in unser Fernsehen bei Maischberger und sagen ganz, ganz klar und deutlich, solange wir in der Minderheit sind, tun wir euch ja nichts. Ja? Also spätestens da müsste es doch einen Aufschrei geben in Deutschland. Mhm. Gab es aber nicht. Mhm. Weil das war ja ein Muslim, der es gesagt hat. Mhm. Stellen Sie sich vor, ich würde als Katholikin dahin gehen und so etwas Ähnliches behaupten. Mhm. Dann wäre ich eine Fundamentalistin, eine Kreuzzüglerin und alles Mögliche. Ja, natürlich. ich habe vor längerer Zeit mit Peter Scholl-Latour ein Gespräch geführt. Mhm. Und Peter Scholl-Latour gilt als einer der besten Kenner der arabischen Staaten. Er spricht auch perfekt Arabisch. Mhm. Und er sagte mir in dem Augenblick, wo die Türkei in die Europäische Union kommt, werden Tausende und Zehntausende und vielleicht Millionen Türken nach Deutschland kommen
Und sie werden das Wahlrecht bekommen und irgendwann wird der christliche Bevölkerungsteil mehr und mehr schrumpfen und aus dem christlichen Abendland wird dann ein islamischer Staat. Er ist kein Moslemhasser, sondern im Gegenteil, er legt Wert darauf, dass man einen Dialog führt, auch mit Poipeta Schulatour ist in dieser ganzen Sache natürlich bewandert und ich glaube, der hat einfach auch eine realistische Sicht auf diese Dinge und ist nicht so ein Multikulti-Träumer. Also diese Fata Morgana von Multikulturalismus ist ja eigentlich schon gewichen, weil selbst Frau Merkel, dass er gesagt hat, es ist gescheitert. Müssen wir einfach mal so sagen, Multikulti ist gescheitert. Ich meine, was können die denn tun? Auf der einen Seite plädieren sie auch für die multikulturelle Gesellschaft. Ja. Nicht? Das ist einfach eine Realität, vor der wir stehen. Und ich habe persönlich auch einige Freunde, die Moslems sind und mit denen ich auch verkehre. Sie respektieren meinen christlichen Glauben und ich versuche sie, soweit mir das möglich ist, auch in ihrer Glaubensform zu respektieren. Aber wir setzen uns auch auseinander und versuchen miteinander zu diskutieren und fragen uns natürlich auch, wer hat die Wahrheit? Ihr Buch heißt ja, nur die Wahrheit macht uns frei. Wir glauben als Christen, dass Jesus für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Was schätzen Sie eigentlich an dieser christlichen Botschaft? Und inwiefern kann dieser christliche Glaube auch dazu beitragen, dass wir diesen Dialog fair und sachlich führen? Ich glaube, wir müssen es machen, wie es Jesus getan hätte. Liebe den Sünder, aber hasse die Sünde. Ich sehe die Menschen, die Muslime sind, als wertvolle Menschen. Menschen, die ich liebe, ich komme von ihnen. Ich habe ihr Blut in mir. Aber die Ideologie, für mich ist der Islam nicht einfach eine Religion, es ist eine Ideologie. Sie bestimmt die Politik, es ist soziopolitisch, es ist eine, diese Ideologie kennt keine Trennung zwischen Religion und Staat. Es ist nicht so, dass wir quasi so einer Ideologie Raum geben dürfen in Deutschland, dass sie in unseren Schulen unterrichtet wird. Es schockiert mich, dass man in unseren Schulen kleine Kinder darüber informiert, über eine Ideologie, die Todesstrafe für Apostaten fördert. Und das ist mein Problem. Dort werden Menschenrechtsaspekte angegriffen, also Menschenrechte werden angegriffen. Und wie können wir das eigentlich zulassen? Und wie gehen die mit solchen Fragen um? Was wird da gelehrt? Und da denke ich immer so, lassen Sie die Seiten aus dem Koran aus, die weniger schön suchen, wie zum Beispiel, wenn ihr auf die Ungläubigen trefft, dann schlagt ihnen den Kopf ab, Sure 47, Vers 4. Ich würde mir eine Diskussion darüber wünschen. Und ich glaube, da ist es halt einfach wichtig, wir sollen die Muslime lieben. Ich mache das mit meinem Verein nicht nur in Wort, sondern in Tat. Ich helfe, ich gehe zu ihnen, ich helfe den muslimischen Frauen. Und ich glaube, wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir den Richtigen helfen. Und die Richtigen, das sind diese tausenden Opfer von Zwangsheirat. Aber wir machen unseren Mund nicht darüber auf, weil das ist ja auch schon islamophob. Ja, leider. Es ist ja schon islamophob, über Menschenrechtsverletzungen zu berichten. Es wird eine Zeit kommen, da wird wahrscheinlich schon, wenn ich einen Satz sage wie muslimische Minderjährige, die verheiratet werden, wahrscheinlich wird das schon strafbar sein, weil es einen Block gibt von islamischen Staaten, man nennt das die OIC, Organization of Islamic Countries oder Cooperation, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, die OIC versucht seit Jahren ein Blasphemiegesetz in Europa zu erlassen, wonach jegliche Kritik am Islam kriminalisiert werden soll. Und wer weiß hier darüber? Niemand. Niemand wird von der Presse über solche Aktivitäten berichtet. Und diese Menschen versuchen, die haben schon sehr viele Leute manipuliert, sie haben schon unsere Redaktionen in Deutschland so weit, dass sie diese Appeasement-Artikel bringen,
Ich habe es schon oft erlebt mit Journalisten, dass sie in den einflussreichsten Blättern Deutschlands arbeiten und dann zum Schluss sagen, weißt du, also eigentlich würde ich das gern abdrucken, aber das Problem, dass ich in meiner Redaktion als Islamophob gelten werde. Deswegen werde ich es nicht machen. Will meinen Job nicht verlieren. Und dass wir schon so weit sind, zeigt mir eines, und zwar, wir sind nicht frei, wenn es um die Meinungsfreiheit im Islam geht. Wir haben keine Meinungsfreiheit mehr in Deutschland zum Islam. Es gibt keine. Ja. Sie versuchen, einen Zusammenhang zu sehen zwischen der Zwangsehe und der Kinderheirat einerseits und dem Erbe Mohammeds andererseits. Das heißt, man wirft ihnen vor, Zwangsheirat habe nichts mit dem Islam zu tun, sondern das sei irgendwo eine kulturelle Erscheinung, die man also nicht nur in muslimischen Ländern findet. Wie können Sie das begründen, dass Zwangsheirat und Kinderehe irgendwo auch auf das Erbe Mohammeds zurückzuführen sind? Das ist ganz einfach. Prophet Mohammed war über 50 Jahre alt, als er ein 9-jähriges Mädchen geheiratet hat. Mit 6 Jahren hat er sie geehelicht und mit 9 Jahren mit ihr das Bett geteilt. Und ich frage mich, wo liegt eigentlich die Tugend, so einen Propheten überhaupt als Westler zu verteidigen? Wo liegt hier, sage ich mal, so dieser kleine Point, wo man sagt, oh, sehr gut, moralisch finde ich das sehr bedenklich, dass man sowas macht, egal zu welcher Zeit es geschehen ist. Und Prophet Mohammed gilt als das höchste moralische Vorbild der Muslime weltweit. Alles, was er getan hat, sollen wir nachfolgen. Der Großmufti von Saudi-Arabien hat das Heiratsalter von Mädchen, ich glaube, von 9 auf 10 Jahre gemacht jetzt. Wie viele Muslime in Deutschland und im Westen haben dagegen protestiert? Ich kenne keine einzige Bewegung, die hier aufgestanden wäre. Und ich glaube, das reicht nicht, wenn der Hans von nebenan sagt, das hat mit Islam nichts zu tun. Wenn das höchste moralische Vorbild, so wie es für uns Jesus ist, als Christen, so etwas macht, dann ist es erlaubt. Und die islamische Rechtsprechung sieht das sehr ähnlich. Und deswegen interessiert es mich herzlich wenig, welche Meinung irgendwelche Leute haben. Es gibt auch viele Menschen, die meinen, sie seien Christen, glauben aber nicht an die Dreieinigkeit. Ja, das ist eine Meinung. Aber es ist nicht die Bibel. Es ist nicht das Wort Gottes. Es ist nicht das, was Jesus selbst gesagt hat. Und deswegen, es ist nicht wichtig, was die Menschen sagen, sondern was sagt die Theologie? Was sagen die islamischen Rechtsschulen? Ohne einen Wali, also den Vater einer Frau oder einen männlichen Verwandten von einer Frau, darf sie nicht heiraten. Das ist verboten. Sie muss immer ein Einverständnis holen. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dann denke ich daran, dass bei einer Sendung bei Maischberger kürzlich zwei Islamisten auch zu Wort gekommen sind und sie haben gesagt, dass sie besonders beeindruckt seien von Mohammed und er sei das Sinnbild der Liebe und der Barmherzigkeit. Ja. Wie würden Sie das kommentieren? Sinnbild der Liebe, für mich ist ein Mensch, Sie haben zwei Möglichkeiten. Im Christentum ist das Sinnbild der Liebe Jesus Christus einer, der sein Leben für andere hingibt, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Und auf der anderen Seite gibt es Mohammed, der über 600 Juden selbst persönlich enthauptet hat, einen ganzen Stamm von Juden persönlich vernichtet hat. Wie kann man einen Mann, der ein Kriegsherr war, der ein kleines Mädchen als Ehefrau genommen hat, dann noch die Tochter von seinem eigenen Stiefsohn geheiratet hat, wie kann man so einen Menschen als Sinnbild der Liebe sehen? Wie kann man einen Menschen, der gesagt hat, man badalahu dinahu faqtuluhu, wer seine Religion ändert, den tötet. Ist das Sinnbild der Liebe? Ich glaube, das ist eine Sache der Definition. Zum Schluss möchte ich noch auf eine Bemerkung in Ihrem Buch zurückkommen. Ein Ihnen bekannter Anwalt für internationales Recht hat kürzlich in Paris in einem Buchladen Ihr Buch verlangt, nur die Wahrheit kann uns frei machen. Und darauf antwortete der arabische Buchhändler, dieses Buch haben wir nicht. Und wenn ich diese Frau, die dieses Buch geschrieben hat, auf der Straße
sehen würde, würde ich sie töten. Es ging um das Buch Sterben sollst du für dein Glück, das erste Buch. Ja. Das ist in Frankreich erschienen. Und ja, das ist wahr. Wie leben Sie eigentlich mit dieser Todesdrohung? Sie müssen doch ständig darauf gefasst sein, dass Sie irgendwann überfallen werden und unter Umständen ermordet werden. Ich glaube erstmal, dass mein Leben nicht in der Hand von einem Fundamentalisten liegt, sondern in der Hand Gottes. Und ich werde so lange leben, bis er für mich den Auftrag hat, den Frauen zu helfen und die Berufung zu leben, für die ich geschaffen bin. Das ist meine Überzeugung, deswegen, ich fürchte mich nicht. Ganz herzlichen Dank. Das ist sicher eine gute Schlussbemerkung von Ihnen gewesen. Ich würde gerne mit einer Bemerkung von Martin Luther King schließen. Er war ja der Bürgerrechtskämpfer in Amerika, ja, und sagte am Vorabend seiner Ermordung, wenn ich einem von euch diese Botschaft gebracht habe, die Botschaft der Liebe von Jesus Christus, dann ist mein Leben nicht umsonst gewesen. Mit einem Zitat aus der Bergpredigt möchte ich gerne dieses Gespräch beenden. Vorher möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie uns so eindrucksvoll berichtet haben von dem, was Sie mit Gott erlebt haben und warum Sie anderen Menschen helfen, dass sie diese Wahrheit finden. Jesus sagt in der Bergpredigt, und ich denke, das sollten wir alle beherzigen, Sie und ich und auch unsere Zuschauer. Es heißt bei euch, so sagt Jesus, liebet eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für alle, die euch hassen und verfolgen. Auf diese Weise handelt ihr nämlich als Kinder eures Vaters im Himmel. Amen. Gott segne Sie. Dankeschön. Dankeschön.